Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir waren ja jetzt tatsächlich beim letzten Mal unterwegs und haben so einige Sachen hier im Zug erledigt. Und ich glaube, dass wir jetzt so langsam aber sicher ans Ende des Zuges kommen. Wir müssen irgendwo jetzt diesen Greifhaken benutzen, den wir hier haben. Mit Rebecca, hier diesen Greifhaken da. Ich hoffe, dass wir das finden, ey. Weil ich bin tatsächlich, es ist jetzt direkt nach der Aufnahme, ich bin jetzt tatsächlich überfragt, wo das sein soll. Wartet mal. Weil die haben gesagt, an irgendeinem Fenster ist eine Leiter. Und ist es gerade sehr mysteriös. Ich glaube, dass wir diesen Zug anhalten müssen, tatsächlich. Aber... Was ist denn das hier für ein Ding? Was ist das denn hier? Wartet mal. Durchs Fenster... Ah! Durchs Fenster sehen Sie eine kaputte Leiter. Aber die nützt Ihnen jetzt nichts. Doch, die nützt uns schon was. Rebecca, bitte. Rebecca, komm. Und benutzt bitte diesen... Kletterhaken hier. Greifhaken. Ha! Das ging schnell. Okay. Zum Glück direkt gefunden, Leute. Alles klar. Wobei, ich habe jetzt... Ah, wir machen es mit Rebecca. Ich habe jetzt mit Rebecca natürlich... nur die Molotow-Cocktails. Naja, okay. Aber jetzt sind wir hier und... können da hinten irgendwas... Ah, wir können hier rein, okay. Sieht aus, als befände sich unterhalb des Spalts ein Passagierabteil. Naja, springen wir rein. Na, das ist jetzt kacke. Gut, dass wir uns da ein Messer ablegen. In der Kiste sind die Habseligkeiten der Passagiere. Sie sehen ziemlich wertvoll aus. Okay, nimmst du bitte das Messer? Verdammt, ich hab doch keine Munition mit ihr. Nimmst du bitte das Messer? Nimmst du bitte das Messer? Ach, verdammt. Das ist jetzt echt blöd, dass hier ein Zombie rumrennt. Ulto, was ist denn hier los? Ulto. Lässt sich nicht öffnen. Etwas ist im Weg. Oh, verdammt nochmal. Geh weg. Scheiße, ich habe doch keine Munition mit Rebecca. Wieso, wir können sie nicht tragen? Och Mann. Och Mann. Ich muss mit dem Molotow-Cocktail rumschweißen. Nein. Ah, verdammt nochmal. Bringt das was, wenn ich den Molotow-Cocktail nutze? Es hat was gebracht. Okay, Asche zu Asche. Mein Gott. Ja. Verdammt, wir sind im gelben Bereich und ich kann jetzt natürlich die Items von Billy nicht mehr nehmen. Oh Mann. Und die hat das besser nicht genommen. Ja, das ist jetzt natürlich... Was haben wir denn da? Diesen Greifhaken würde ich gerne ablegen. Wartet mal. So. Ja, tolle Wurst, ne? Jetzt sind wir hier im orangenen Bereich und haben nichts an Heilung. Woher soll man auch wissen, dass man das mit Rebecca machen muss, ne? So, dann was haben wir denn hier? Oh, ein Schmuckkasten. Was hat es damit auf sich? Untersuchen. Sieht aus wie ein Schmuckkästchen. Ah, da ist was drin. Der Silberring. Sehr schön. Das heißt, das können wir... kombinieren mit dem Koffer und den Koffer können wir verwenden oder was auch immer untersuchen. Die Aktentasche wurde aufgesperrt. Öffnen, ja. Guck mal, was da drin ist, Freunde. Da ist was drin. Oh, eine blaue Keycard. Mit dieser Keycard öffnen Sie die elektronische Tür zum Führerwagen. Alles klar, cool. Aber müssen wir das etwa mit Billy machen? Wartet mal, was liegt denn hier noch rum?
Hier ist noch ein Item irgendwo. Ah, das ist der Greifhaken. Und hier unten das Messer. Das heißt, das müssen wir mit Billy machen. Aber ich bin ja schon fast froh. Da sind lauter Blutflecken. Ist es das Blut eines Passagiers? Okay, ich bin ja fast froh. Von irgendwoher weht ein starker Wind. Ein Bild der einer Mutter mit einem Baby. Okay. Hier bei der Tür. Okay, das heißt, wir müssen zu Billy wechseln. Ich meine, ich finde es ja gut. Also, hier vorbei. Wir müssen jetzt irgendwie Claire da... Rebecca da befreien. Aber wie nur? Wie nur? Geh mal hier hoch vielleicht. Das ist jetzt die Frage, ne? Rebecca ist hier in dieser Tür drin. Pfütze aus Schleim umgeben. Ja, Die Keycard. Kommen wir da nicht irgendwie mit Billy dran? Könnt ihr euch nicht die Keycard unter der Tür durchschieben oder sowas? Wartet mal. Ne, geht leider nicht. Verdammt mich. Wartet mal, wir haben Feuerzeug, ne? Kann man das hier nicht benutzen? Brauchen sie jetzt nicht. Wechseln. Was haben wir denn hier? Achso, nee, nur das Kostüm, okay. Verdammt. Wo geht's hier weiter? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Wie wir jetzt hier weitermachen. Rebecca ist wieder mal eingesperrt. oder müssen wir mit Rebecca wieder hier raus? Geh mal wieder zu Rebecca. Nimm den Greifhaken mal wieder mit. Einzelbett, es ist vom Regen durchnässt. Och, Rebecca, jetzt nimm doch bitte hier den Greifhaken. So. Das Item aufsammelt hier ist irgendwie immer ein bisschen blöd. Kann man hier wieder hoch mit dem Ding? Nö. Das brauchen sie jetzt nicht. Wie geht's hier weiter? Hä? Ah, jetzt geht's auf einmal. Okay. Alles klar. Ist das ekelig. Aber die Dinger haben sich bewegt, das ist gut. Boah, ist das eklig, ey. Und die wandern jetzt natürlich hier überall rum. Oh nö. Wo geht's hier hin? Ah ja, das ist, glaube ich. Ja, okay. Die wandern jetzt natürlich da überall irgendwo. Da oben überall rum. Ja, super. So, wir sind wieder ein Team. Dann machen wir bitte uns wieder auch wieder ein Team. So, und ich renne wieder mit Billy rum. Weil Rebecca ist mir zu schwach, ganz ehrlich. Das heißt, wir könnten jetzt da hinten die Keycard benutzen. Und dann haben wir da... Ach, wir müssen da auch gar nicht mehr hin. Da liegen nur zwei Messer, ne? Da liegen nur zwei Messer. Das heißt, wir können jetzt hier auf dem Abteil bleiben. Verstehe. Und wir können dann hinten zum Zugführer... Alles klar. Wir können zum Zugführerhaus, aber ich würde das gerne eigentlich nochmal abspeichern, aber... ich habe nur noch zwei Farbbänder, ne? Wir haben nur noch zwei Farbbänder. Nein. Das müssen wir dann jetzt erstmal so durchziehen. Ich möchte nur einmal kurz was auf der Karte schauen. Weil ich habe irgendwie so ein Gefühl... Na, egal. Gut. Rebecca hat die Karte.
Komm, Rebecca, mach die Karte da rein. Nein, verdammt. So. Verwenden. Sehr schön. Wunderbar, wir können ins Führerhaus. Die Tür wurde aufgeschlossen. Diese Karten brauchen sie nicht mehr. Wegwerfen, jawohl. Okay. Dann gehen wir hier rein. Oh, und es kommt eine Cutscene. Understood. This does not make any sense. How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Wow, okay, ich möchte doch speichern. ich möchte doch speichern, Freunde. Krasse Cutscene und ja, die Leute, die ihr da gesehen habt. Ich glaube, ihr wisst, wer das ist, ne? Unser guter Wesker ist wieder am Start. Ja, Albert Wesker ist wieder da. er steckt natürlich wieder unter einer Decke mit Umbrella. Beziehungsweise mit irgendjemand anders. Er verkauft sich ja immer wieder. Und der Typ, der da nebendran war? William Birkin, Freunde. Der verrückte Wissenschaftler, der sich den G-Virus erfunden hat. Ganz genau. Und ja, bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt meistern. So, Rebecca 05 Abteil. Okay. So, gut, dass wir abgespeichert haben. Weil ich glaube, jetzt kommt nämlich... Jetzt kommt eine heftige Szene da. Und... ja. Da würde ich einfach mal vorschlagen... Wechseln wir wieder zu Billy. Und gehen wir mal dahin. Dann gucken wir doch mal, was da abgeht. Hier. Hier rein. Los. Zack hier. Ins Führerhaus. Wow. Okay. so. Billy dann. Billy the Kid. So, haben wir hier irgendwas? Der Motor ist völlig zerstört. Er kann nicht repariert werden. Und hier liegen die Typen rum. Die sahen mir auch so aus wie das, das Alpha-Team aus Resident Evil 2. Ja, die da die Proben von William Birkin geklaut haben. Die G-Virus-Proben. Okay, interessant. Auf jeden Fall. Und hier haben wir jetzt das Führerhaus. Okay. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Oh, Bremsenbedienungsanleitung. Verwendung der Bremssteuerung. Die Steuerung der Bremse erfolgt in 3 Schritten. Erster Schritt: Steuerung aktivieren. Die Steuerungen befinden sich an folgenden Orten. Oh Gott. Fahrerkabine im ersten Wagen. Hinteres Deck von Waggon 5. Oh nein. Zum Aktivieren des Systems muss die Magnetkarte in das Gerät in Waggon 5 gesteckt werden. Ach, da ganz hinten. Oh, wieder durch den ganzen Zug, durch die ganzen Zombies. Oh Mann. Ja, wobei, man kann doch vielleicht oben drüber, oder? So wird die Stromzufuhr für beide Steuerungen aktiviert. Zweitens, Code für hinteres Deck eingeben. Geben Sie den Code für das hintere Deck ein, um die Sperre zu lösen. Danach kann der Code für die Fahrerkabine eingegeben werden. Dritter Schritt, Code für die Fahrerkabine eingeben. Geben Sie den Code für die Fahrerkabine ein, um die Sperre aufzuheben. Nach Abschluss dieser 3 Schritte können die Bremsen manuell bedient werden. Was ist der Code? Wer bleibt... Ah, wer bleibt zurück?
Rebecca. Okay. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. What? Be careful. Yeah. Okay, und wir haben... wir haben einen Side-Counter, was? Das aber können sie nicht tragen. Wir haben einen Side-Counter? Oh, das ist ja gemein. Ablegen. Leg die... Nein! Um Gottes Willen. Austauschen. Nein, nicht ablegen. Austauschen. Da. So. Ich brauch die... Ich muss die Karte mitnehmen. Oh Gott, ich werde nervös. Magnetkarte. Können wir die prüfen? Oh Gott, ich werde nervös hier total, ey. Untersuchen. Was ist hier der Code? 5894859. Es gibt so viele Codes. 568006. Mit dieser Geschwindigkeit umgehen Sie sicher als Sprecher Bremsen. Okay, um Gottes Willen, Gottes Willen. Nimm schnell die Modi mit. Nimm die Modi mit. So. Pistolenmodi. Haben wir hier jetzt sonst noch irgendwas? Haben wir nicht. Okay, wir können los. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben 3 Minuten Zeit, um die Bremsen zu betätigen. Ja, natürlich. Dann lass mich nicht vorbei. Ach, ihr Penner, echt. Ihr Penner, lasst mich nicht vorbei, ne? Ins Schwarze, okay. Och, Billy. Komm, lass mich nicht im Stich. Ach, diese Dreckszombies. Komm, wir machen die kaputt. Los. F. Oh Gott. Scheiße, 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 scheiße. Ich glaube, ich hätte Medizin mitnehmen sollen. Ich bin auf Orange und habe keine Heilung. So, wisst ihr was? Dann nehme ich jetzt hier die Shotgun und mache die One-Hit, wenn es geht. Ekelige Szene. So, wir müssen... Wartet mal. Gibt es hier keine Abkürzung? Zum Glück läuft der Timer nicht in der Dings mit. In der Karte. Ist da oben keine Abkürzung? Nee, wir müssen durch den ganzen Zug. Mit allen Zombies. Ja. Und... Ah, Kopf ab. Sehr gut. Okay, Kopf ab. Wunderbar. Weiter. Nehmen wir jetzt einfach den Weg durch den Zug. Ich meine... Oh, was ist das für eine Szene? Ich habe keinen Speicher. Ja, klar. 3 Zombies. 3 Zombies. Ich habe da doch keine Zeit für so ein Mist. Jetzt komm. Okay. Ja. Und... Nein! Oh, scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott. Lädt der nach. Das gibt's ja nicht. Okay, Köpfer. Oh, yo. Nein! Blut! Oh Gott. Alter. Mann, jetzt renn weg. Renn einfach. Oh, Mann. Ihr miesen Zombies. Echt mal. Ekelig, ekelig, ekelig. Ist noch einer. Ja. Der hat Stars? Ach, das ist unser Kollege. Okay. Oh, nachladen. Kombiniere damit und nachladen und direkt ballern. Nein! Kombiniere. Oh Gott, ich... Nee, nicht sterben. Nicht sterben. Oh, das ist unser Kollege. Ja, alles klar. Da ist noch einer. Lauf einfach weg. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte mir noch eine Heilung mitnehmen sollen, ich Idiot. Okay, hier durch. Einfach durch. Einfach durch. So, ich hoffe, dass jetzt hier nichts mehr ist, ey. Shut the cool after you. Bitte keine Hunde. Oh, hier ist nichts. Okay, wunderbar. Das heißt, hier können wir dann die Karte einsetzen.
Hier ist doch so ein Ding, genau. Da ist eine manuelle Bremse. Dafür brauchen Sie die Magnetkarte. Ja, die habe ich doch. Verwenden. Jetzt kommt der Code. Hiermit bedienen Sie die Bremse. Ich habe keinen Code. Wartet mal. Es sind 4 Ziffern. Wartet mal. Akten. Wir haben doch hier Bremsenbedienungsanleitung. Genau. Shit, ich habe die Bremse. Ich habe die Karte nicht. Wartet mal. Können wir die wieder rausnehmen? Was ist das hier? Ah, wir brauchen 67. Okay, es ist nochmal ein Rätsel. Oh Gott. Und wir haben 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 Stück. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verdammt! Okay, wir haben nochmal ein Rätsel. 7 mal die 9. 7, 8, 9 und dann die 4. So. Oh Mann. Boah. Puh, okay, geschafft, Leute. Oh, was? Oh, was? Nochmal? Oh, nö. Nein, 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 nein. 81. Okay. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 72. 9. Oh, Gott. Alter. Was macht ihr mit mir? Wir haben es aber geschafft, gut. Himmels Willen, ey. Puh. Was eine rasante Szene. Mein Gott. Rebecca? Rebecca? I'm here. Are you all right? Hey, you managed to stop the train. We managed. We have to find a way out. Oh Gott. Mach mal langsam jetzt. So. Billy ist kritisch. Austauschen. Damit. Mein Gott. Du musst so schnell wie möglich jetzt zu Billy. Okay. Und dann hier ins Menü. Heilen, Pistole ausrüsten und direkt zielen. Lass doch Rebecca in Ruhe! Hallo! Oh nein! Lass doch Rebecca in Ruhe! Ja, lieber mich! Lieber mich! Kommt! Kommt, hau ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Oh! Oh! Oh Gott, ich bin so schlecht! Alter! Könnt ihr mal abhauen? Nicht Rebecca! Scheiße! Oh. Ja, scheiße, Leute. Oh, verdammt! Das ist aber auch eine scheiß... Oh nein! Gut, Freunde, ich würde sagen... Na toll. Scheiße, unser erster Tod. Und hier gibt es ja keine Zwischenspeicher. Das heißt, ich muss wieder alles noch von vorne spielen. Ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder an der Szene. Bis gleich. So, Leute, ja, da bin ich wieder. ja, ich habe jetzt die ganze Szene mit dem Zug nochmal gespielt. Und mein Gott, ich bin aber jetzt immerhin ein bisschen besser durchgekommen. Ja, wobei, was heißt ein bisschen besser, ne? Claire ist so gut... Ach, Rebecca ist so gut wie kaputt. Ja, und Billy... Ist jetzt gesund. Ja, toll. Tolle Wurst, echt. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen Muni für die Schrot. Die habe ich nämlich gar nicht benutzt.
in dem Zugdurchgang. Und mein Gott, ja, das ist das Nervige, dass man das dann immer wieder komplett nachspielen muss. Und wenn jetzt Rebecca was passieren sollte, dann könnte es hier schwierig werden. Aber wartet mal, geh's zu, ja, Feuer. Boah, das sieht schon geil aus, guck mal. Ja, gut, die Zombies haben wir jetzt erledigt. Da liegt der Zug. Oh, das sieht krass aus, Freunde. Das sieht richtig krass aus. Da liegt ein Messer, aber brauche ich nicht. Da liegt noch ein Messer. Man hätte hier echt messern sollen. Meint die das ernst? Geh hier rein, Mensch. Und, ja, gut. Dann können wir jetzt weitermachen. Mich würde mal interessieren, wo wir hier sind. Das sieht auf jeden Fall eklig aus. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier irgendwas passiert mit Rebecca. Weil das wäre nicht so doll. Oh! Das sieht mir auch Resident Evil 2 mäßig aus. Der Gestank dieses Abwassers treibt Tränen in ihre Augen. Ja, dann schnell raus hier. Ja, Rebecca, du krüppelst dir da einen ab. Sorry. Was haben wir hier? Gefahr. Zutritt nur für Befugte. Boah, das sieht richtig geil aus. Guck mal. Mich würde mal interessieren, wo sind wir? Ausbildungsstätte. Aha. Eine Ausbildungsstätte. Eine Leiter, die wir hochklettern können. Also wir sind gleich am Folgenende angekommen. Ich würde schon gerne mal speichern. Ich würde gerne mal speichern. Oh, Cutscene. The Umbrella Research Center? General Manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with Attention. Him. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ah ja, Freunde, Dr. Marcus, der Geschäftsführer von Umbrella, wurde vor 10 Jahren ermordet. Okay. Und jetzt wissen wir auch, wer den T-Virus in Disney. In die Villa aus dem ersten Teil gebracht hat, nämlich dieser Typ da. Und schaut euch das an. Wir sind wieder in einer Haupthalle. Oh, ist das geil, Freunde. Und wir haben hier direkt einen Speicherpunkt. Ah, herrlich. Wir sind in einer Haupthalle. Schaut euch das mal an. Ganz Resident Evil typisch wieder. Oh, sehr schön. Und da liegen Kräuter. Ach, jetzt sind sie wieder nett zu einem. Das ist gut. Nein, lass das mal liegen. Lass das mal bitte Rebecca machen. Und Farbbänder. Oh, sehr schön, Freunde. Aber sehr gruselige Musik hier, muss ich sagen. Sehr gruselige Musik. Was? Mitnehmen. Können sie nicht tragen. Ach, wir sind wieder voll, oder was? Das Farbband mal so lange bei... Hä? Was ist
austauschen. Leg das Fahrrad mal bitte so lange bei Billy ab. Ich brauche dieses grüne Kraut für Rebecca. Ja, krass, Freunde. Das war wieder ein schöner Storybrocken und Veska und Birkin in ihrem stillen Kämmerlein. Ja, keine Ahnung, was die da machen, ne? Aber interessant. So. Munition ist für Billy. Farbbänder nehmen wir mit. Und unbedingt speichern, Freunde. Unbedingt speichern. Das ist doch jetzt ein sehr guter Zeitpunkt. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Aber hey, da wissen wir uns doch, da wissen wir doch schon, worauf wir uns in der nächsten Folge freuen können. Auf eine schöne neue Villa. Oder eine Ausbildungsstätte in dem Fall. Ach, das wird lustig. Das wird lustig. Freue ich mich schon drauf. Aber gut, nehmen wir noch mit Billy kurz die Muni mit. Ich drücke immer die falsche Taste, ne, zum Prüfen. Na komm, nehmen die Muni mit. So, sehr schön. Ah, da freue ich mich wieder drauf. Ist gut, alles klar. Austauschen zu Rebecca bitte die die Farbbänder. Und wir haben aber keine Heilung. Das könnte lustig werden beim nächsten Mal. Aber gut, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.